Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute mal mit einem kleinen Energieupdate. Ich habe mal ein paar Karten springen lassen, um mich mal reinzufühlen, was hier im Kollektiv so los ist. Bei mir selber in meinem persönlichen Leben geht es gerade sehr emotional zu. Es ist recht herausfordernd und ich hoffe, dass es euch leichter fällt, gerade durch diese Zeit zu gehen. Das zeigt sich auch so in diesen Karten. Wir haben hier Mercury, wir haben also Merkur, wir haben Fische und wir haben Chiron. Vorneweg mit der Fischerenergie sind wir jetzt im 12. Haus. Das heißt, dass damit aber, und das ist das Positive daran, am Ende eines Zyklus sind, der uns quasi vorbereitet auf einen neuen Zyklus, der dann mit dem ersten Haus im Widder losgeht. Im April haben wir ja auch dann den Neumond im Widder. Am 10.3. haben wir den Neumond in den Fischen. Also das wird sich vielleicht noch ein bisschen hinziehen. Aber ich hoffe, dass wir dann etwas leichter durch diese Zeit kommen und das nicht sich noch mehr zuspitzt. Deswegen machen wir ja die Legung, dass wir uns darauf einstimmen und vorbereitet sind und vor allem die Herausforderungen, ja, wie soll ich sagen, mit gehobenem Haupt annehmen, ja? Denn wir wollen ja gestärkt daraus gehen. Es zeigen sich hier Thematiken, wo es um Intimität geht, um Nähe und Distanz, um sich den Möglichkeiten und Chancen öffnen, flexibel zeigen, aber auch führt so dazu, dass man den Schleier der Täuschungen erkennt, auch der Selbsttäuschungen. Es geht auch um Ideale und Werte, etwas, was vielleicht nicht ganz greifbar ist. Göttliche Liebe steckt hier drinne. Mit dem Wasser sind hier alle Wasserzeichen abgebildet, Fische, Krebs und Skorpion. Und es geht im Allgemeinen halt um Themen der Hingabe, das Verständnis haben, Empathie zeigen, wirklich sich in sein Gegenüber reinfühlen zu können und Mitgefühl zu haben, zu fühlen. Auch wirklich zu fühlen, okay, das, was der andere da fühlt, was ist da los, ja, und das einfach auch anzunehmen, nicht immer wegmachen zu wollen, sondern wirklich zu sagen, okay, ja, ich fühle diesen Schmerz oder ich nehme das wahr, auch meinen eigenen Schmerz nehme ich wahr an dieser Stelle und dann auch eben ach so, hier ist die Chiron-Energie, die steht für Schmerz und Heilung. Die Chiron-Energie weist uns auch oft auf einen Schmerz hin, den wir mit ins Leben gebracht haben, vielleicht aus einem vorherigen Leben oder auch von den Ahnen, aus unserer Kindheit. Ja, also das gilt auch hier zu reflektieren. Okay, was will mir denn jetzt gerade diese Situation hier auch aufzeigen? Was ist hier mein Wunderpunkt, der hier quasi immer wieder wie so ein roter Knopf gedrückt wird und kann ich den annehmen? Wie kann ich den annehmen? Was habe ich jetzt daraus gelernt oder erfahren und was kann ich nutzen, um auch anderen vielleicht damit zu helfen? Ja, denn da kommen wir jetzt nämlich dann zu der Merkurenergie und da geht es um das Lernen, das Kommunizieren, das Verbinden, das Networken und wirklich sich einbringen für andere. Also nicht nur seine Gefühle hier zum Ausdruck zu bringen, sondern eben diesen Schmerz auch zu nutzen und vielleicht für andere in irgendeiner Weise zu kommunizieren, dass man zusammenhält, ja, dass man in einem gewissen Umkreis hier auch für andere zu einer tiefgreifenden Veränderung führen kann, indem man darüber spricht, ein neues Bewusstsein schafft für diese Erkenntnisse, die man da vielleicht hat, ja. Und das kann dann eben auch zu einer Freiheit wieder führen, dass man auch erkennt, wo ist man hier manipuliert worden, wo darf man sich davon lösen, wo ist man vielleicht auch noch in unerlösten Energien drinne, die jetzt befreit werden dürfen. Das können auch alte Verträge und Bindungen sein. Nicht immer unbedingt irdische Verträge, die wir hier haben, sondern auch energetische Verträge, ja, wo du dich vielleicht verpflichtet gefühlt hast, etwas, einen Schmerz mitzutragen von den Ahnen, ein roter Faden, der von Generation zu Generation quasi sich durchzieht, ne? Und den gilt es zu erkennen. Okay, was hab, was
was erlebe ich gerade für einen Schmerz und habe ich den vielleicht an einer anderen Stelle schon mal erlebt, an was erinnert mich das, ja, solche Thematiken. Das Positive an der ganzen Sache ist, dass wir hier mit der Karte Overflow und Rebirth gerade in einer Art Geburtskanal stecken und vielleicht ist das auch der Schmerz, an den uns das erinnert, an diesen Punkt, kurz bevor man quasi rausflutscht, sag ich es mal so, ja, dann gibt es vielleicht so einen Moment, wo man das Gefühl hat, man steckt noch mal fest und man muss diesen Druck noch mal spüren, um sich endgültig befreien zu können davon, ja. Das ist ein Gefühl, dass du im Flow bist, dass du angebunden bist und gesegnet bist, aber eben auch, dass du dir selber die Chance gibst, noch mal dich also dein Leben zu erneuern, dass du das für dich wahrnimmst. Das ist eine Zeit der Ruhe, des Ausruhens, wieder zu Kräften kommen, des Rückzuges auch, aber eben auch eine Zeit, in der es gilt, sich hier mit dem Universum zu verbinden und deine Kräfte quasi nochmal aus einer ganz anderen Ebene heraus zu erneuern. Dich, also im Grunde, dass du das Gefühl bekommst, ich bin hier nicht alleine, ich bin getragen und ich kann im Grunde das Universum anzapfen. Wir haben hier die 44, das ist auch eine Meisterzahl und du bist hier quasi, kriegst hier Unterstützung, diese Dinge zu wuppen, ne? Stärke. Du kannst hier Energiereserven quasi anzapfen und darauf bauen, dass du hier Unterstützung aus der geistigen Welt, aus vom Universum, dem lieben Gott, wie du es auch nennen magst, bekommst. Das Feld der Stürme sieht jetzt hier natürlich dramatisch aus. Begib dich nicht unnötig in das Drama hinein, versuch dich da rauszuhalten und wenn wirklich mal so ein Sturm durchzieht, dann wisse, dass das alles gut ist, dass das da ist, weil so ein Regen, der kann auch unglaublich reinigend wirken. So kannst du dich vielleicht erinnern, wie die Luft ist nach so einem Sommerregen, ne? Wenn es nochmal so richtig blitzt und donnert und so wirklich gießkannenartig schüttet, wo du denkst, meine Güte, der Himmel weint, aber schlussendlich ist danach die Luft geklärt, die Erde kann sich vollsaugen mit dem nährenden Wasser und man kann danach tief durchatmen, ne? Und es entsteht halt auch so eine Neuordnung, ne? Weil ein Wind, der verbreitet eben auch Samen, Ideen, neue Ansätze. Die Frage ist immer, wie wir damit umgehen, ob man das kreativ nutzen kann. Man sagt, es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, wenn Wind aufkommt, dann sollst du dir keinen Spoiler als Schutz oder einen Schutz bauen, sondern eine Windmühle bauen, um den Wind zu nutzen für dich. Also wie kannst du diese stürmische Zeit quasi jetzt dann auch für dich nutzen, um hier zu einer Neuordnung in deinem Leben zu sorgen? So nehme ich das hier wahr. Ach, war das jetzt, ja, schwierige Energien. Entschuldigung, dass ich mal tief durchatmen muss. Wir haben dazu die Smaragdtafelaktivierung, kosmische Bestellungen, göttliche Alchemie und bewusstes Manifestieren. Du hörst schon raus, dass hier eine sehr, sehr transformierende Kraft dran arbeitet, ne? Diese Smaragdgrün ist auch eine sehr heilende Energie. Und es geht um das bewusste Manifestieren. Im Grunde sagt die Karte aus, wie oben, so unten, wie innen, so außen. Also dein bewusstes Ausrichten ist jetzt ganz entscheidend, auf was du dich ausrichtest. Was möchtest du im Leben sehen? Da gibt es ja auch diesen schönen Sprichwort, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Und das fängt im Grunde in dir persönlich an. Wenn du liebevoll mit dir umgehst, wertschätzend mit dir umgehst, und da gewisse Werte auch vertrittst, dann wird dir das Leben das auch spiegeln, ja? Also sei so, wie du bist und verharre nicht in irgendwelchem Groll hier und Streitigkeiten, sondern komm wieder zur Ruhe, komm wieder zu dir und besinne dich auf dein wahres Sein. Ja, und das ist nämlich auch die Liebe. Sternenwesen Führer, antworte auf den Ruf. Zeit zu leuchten. Das ist der galaktische Rat der Venusier. Venusier, ne, sind die Bewohner der Venus quasi. Und es ist auch kein Zufall, dass wir jetzt diese Woche diesen Valentinstag haben, weil es sich dich daran erinnern soll, quasi auf den Ruf deines Herzens
zu achten und zu gucken, wo führt dich die Liebe hin? Was würde die Liebe tun oder was würde die Liebe sagen? So, dafür möchte ich heute, upsala, mal ein paar Karten hier ja, springen lassen und mal gucken oder ziehen. Mal schauen, wie sich die Energien hier jetzt für den Rest der Woche so ergeben. Das sind ja, wie gesagt, ich finde sie sehr herausfordernd und ich hoffe, dass die Woche jetzt zum Wochenende hin, dass sich das etwas entspannt und sich mehr so diese Durchbruchsenergie für uns zeigt, ja, dass wir hier wieder in eine neue Energie kommen. Denn hier ist ja das Licht, was auch strahlt und die Liebe wieder reinkommt. So, ich glaube, dass jetzt genug ist. So kommt mir das jetzt rein. Ich lege für uns aus. 3, 4, 5, 6, 7. Heute muss ich mal gucken, dass ich das gerade hinkriege. Ich habe gesehen in den letzten Videos, dass das mitunter etwas schief geworden ist und man gar nicht die unteren Karten sehen konnte. Das hat mir gar nicht gefallen. Das ist. So, warte mal. Wieder mal ein bisschen Platz machen hier. Geht gleich los. Ich möchte den Moment mal nutzen und euch ein ganz, ganz liebes Dankeschön aussprechen für eure Daumen hoch und für eure kostenlosen Abos, die ihr da lasst und fürs Teilen und eure lieben Kommentare und auch an alle meine Mitglieder. Vielen lieben Dank, dass ihr mir so treu zur Seite steht. Das freut mich sehr. So, jetzt, ach so, ich wollte unterm Kartenstapel gucken, was zeigt sich da? Diese Karte sollte jetzt gezeigt sein. 10 der Münzen. Das heißt, es geht hier mitunter um Thematiken der Familie oder um ganz irdische Belange, die die Familie betrifft, wie zum Beispiel ja, Erbangelegenheiten, materielle Güter, alles, was so in der Familie quasi geschaffen wurden. Auch die Ahnen zeigen sich hier, Ahnenthemen. Und allgemein das Thema der Fülle, des Erfülltseins, ne, des Versorgtseins. Ja, Page der Schwerter, das ist eine Erkenntnis vielleicht, die dir jetzt reinkommt oder neues Wissen oder eine neue Denkweise. In irgendeiner Weise auch der Aufruf, bleibe aufgeschlossen. Vielleicht kann sich jetzt für dich etwas klären, dass du hier einen Impuls reinbekommst, wo du denkst, ah, interessant, ne, so hast du es vielleicht vorher gar nicht gesehen. Ast der Kelche steht für das große Potenzial auf emotionale Fülle. Also hier haben wir die materielle Fülle und auch ne, alles, was zum Thema Familie gehört. Und hier haben wir, also kann auch dein Zuhause und dein engerer Umkreis sein. Und hier haben wir mit dem Ast der Kelche die emotionale Fülle. Das ist natürlich ein schöner, ja, vielleicht findest du auch eine neue Liebe oder lernst jemanden kennen. Sehr spannend. Gucken wir mal, was sich da noch weiter zeigen möchte. Wir beginnen mal mit den Karten hier vorne. Hier haben wir die Judgment. Die Judgment ist ein Befreiungsschlag. Das ist ein Aha-Moment, etwas, wo dir in irgendeiner Weise etwas klar wird. Dann da kann es sein, dass der Weckruf hier, ne, der Ruf deines Herzens, der hier angezeigt ist, dass einfach du den nicht mehr überhören kannst. Das kann sein, dass es dich zu einem bestimmten Menschen zieht oder zu einem bestimmten Ort zieht, eine bestimmte Tätigkeit, irgendetwas, wo du sagst, das ist das, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich unter meinesgleichen fühle, ja? Ein altes Sein, was du abstreifst, eine alte Gewohnheit, die du jetzt abstreifst, irgendetwas, was ausgedient hat. Und dazu gucken wir jetzt mal, was die Karten dazu sagen. Worum geht es da? Rat des Schicksals, eine schicksalshafte Wende, die sich hier zeigt. Also irgendetwas, was von außen reinkommt, was du nicht jetzt sehen kannst. Vielleicht hast du es auch schon, vielleicht ist es dir auch begegnet, wo du sagst, das fühlt sich jetzt schicksalshaft an, dass du da quasi hingelenkt wurdest. Das ist immer so ein Gefühl, wie als ob dich jemand beim Schopfe packt und aus einer Situation rausnimmt und dann dich an einem völlig anderen Ort wieder ausspuckt. Ja, so ein Gefühl könnte das sein. Etwas, wo vielleicht auch Dinge, die lange in der Stagnation waren, jetzt plötzlich wieder in Bewegung kommen. Ne?
Das ist auch etwas, wo du dich sehr glücklich mitfühlst. Es wird ja auch nicht ohne Grund auch das Glücksrad genannt. Schauen wir mal, ob wir noch mehr Hinweise dafür bekommen. Schau mal, Page der Münzen. Das ist eine neue Möglichkeit, die sich hier in deinem Leben zeigt. Kann eine neue geschäftliche oder finanzielle Möglichkeit sein. Vielleicht auch eine berufliche Möglichkeit. Ne, Finanzen und Beruf hängt ja doch sehr miteinander zusammen. Für manch einen könnte das auch darum gehen, eine neue Fähigkeit zu lernen, etwas Neues zu lernen, was dir später, wo du quasi etwas draus, na, sowas wie eine Rendite rausziehen kannst. Ne? Wenn ich heute eine Lehre mache, dann kann ich ja damit später dann auch meinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn ich die Lehre abgeschlossen habe. Hier ist man im Grunde noch der Lehrling, hier steht man noch am Anfang. Kann natürlich auch eine Botschaft sein, eine Mitteilung. Die Pagen können auch immer Boten sein, die dir etwas übermitteln, was dir sehr viel Freude bereitet, was dich interessiert, eine neue Thematik, mit der du dich auseinandersetzt, die in irgendeiner Weise vielleicht auch mit Werten zu tun haben. Schauen wir mal. Vier der Kelche. Das kann eine neue Option sein, die sich jetzt zeigt. Man sieht ja hier, dass hier jemand bei den vier der Kelche nicht so zufrieden ist. Vielleicht warst du an diesem Punkt, wo du gesagt hast, boah, das frustriert mich hier, das langweilt mich oder bin hier einfach nur unzufrieden, weil das einfach nicht das ist, was ich mir hier erhofft habe. Und jetzt plötzlich kommt hier etwas rein, dass du vielleicht erkennst, welche Möglichkeiten dir diese Situation jetzt gibt, was die Chance da drinne ist, ja? Und du daraus jetzt aus dieser Situation heraus sagst, gut, was soll mir diese Situation jetzt hier lernen? Das war ja auch die Frage vorhin, ne, die wir gestellt haben. Interessant, sehr interessant. Also du hebst auf jeden Fall deinen Kopf und bläst hier nicht weiter Trübsal, sondern hältst Ausschau nach Möglichkeiten und dann zeigen sich diese Möglichkeiten auch. Vielleicht auch jetzt durch diese Legung, ne? So, dann haben wir hier die 5 der Stäbe. Das ist im Allgemeinen eine Herausforderung, aber symbolisiert auch, man sieht es ja hier sehr schön, Teamwork, dass man gemeinsam an einer Sache arbeitet, dass man hier Einsatz zeigt, gemeinsam am selben Strang zieht. Also entweder bringst du dich hier vielleicht in einem Team ein, ja, dass du sagst, ich mache jetzt hier mit bei euch, ich bin jetzt Teil eures Teams, oder du überlegst, wie du dich da einbringen kannst in diesem Team. Vielleicht es wird dir auch bewusst, dass du hier dich in einem Team einbringen müsstest, um etwas vorwärts zu bringen. Schauen wir mal, was die 5 der Stäbe uns hier noch mitzuteilen haben. Der Teufel, das sind immer Hinweise auf eine gewisse Unfreiwilligkeit oder eine Verbindung, ne, also der Teufel, der ist nicht immer unbedingt negativ zu sehen. Es kann, wenn es als Herausforderung hier gedeutet wird, dann kann es darum gehen, dass es hier um Süchte und Abhängigkeiten geht. Du möchtest vielleicht an irgendeinem Punkt unabhängig sein. Aber das gibt halt momentan das Leben nicht her. Und deswegen ist es vielleicht für dich herausfordernd, hier in irgendeiner Weise dich von Dingen unabhängig zu machen. Ansonsten, der Teufel symbolisiert auch das Sternzeichen Steinbock. Und der Steinbock steht für Thematiken, wo es um Beruf, Karriere, Finanzen, Image, ja, all sowas geht. Also, das kann auch sein, dass du beruflich hier in ein Team jetzt dich einfügst, weil wir hier auch das Angebot oder die Möglichkeit haben. Und natürlich beinhaltet das dann auch, dass man dann nicht mehr frei wie ein Vogel ist, sondern man ist dann im Endeffekt da auch verpflichtet und gebunden. Und der Teufel fragt dich immer, willst du das wirklich? Was willst du wirklich? Ne? Bist du damit, gehst du damit Komfort? Kannst du damit leben? Oder fühlst du dich dann hier sehr eingeschränkt und vielleicht auch in so einem gewissen Zwang, dass du das machen musst dann oder irgendetwas machen musst, was du vielleicht eigentlich gar nicht willst? Also so eine Sachen spielen da auch immer ein Thema. So, wie geht's weiter?
Da zeigt sich die Chiron-Energie, neun der Stäbe. Das sind die Heilung, es ist die Heilung der Wunden, das ist Rückzugsenergie, aber eben auch das Überwinden von Hürden und Hindernissen, inneren Hürden und Hindernissen, Überwinden von Schmerzen, schmerzhaften Geschichten oder vielleicht auch einer chronischen Krankheit. Vielleicht bist du lange jetzt im Rückzug gewesen. Mal schauen, worum es hier mit den neun der Stäben geht. Welche Botschaft hat die neun der Stäbe? Das Ass der Schwerter. Hier wird jetzt ein klarer Schnitt vollzogen, eine klare Entscheidung getroffen. Hier kommt auch Klarheit und Wahrheit rein in einer Situation. Und vielleicht musst du da irgendetwas dann dadurch auch verarbeiten, weil eine Entscheidung auf dich zukommt. Oder du musst selber eine Entscheidung treffen, dass du hier jetzt etwas in die Heilung bringst. Dass du selber diesen Weg gehst. Wir haben auch mit den Asterschwertern Kommunikationsenergie. Vielleicht finden hier auch klärende Gespräche statt, die dann schlussendlich zu einer Heilung führen. Ja, vielleicht hast du hier jemanden an der Seite, einen Therapeut oder so, eine gute Freundin, wo jetzt ein Gespräch geführt wird und dann mit dem Asterschwerter wird dir etwas glasklar. Dass du sagst, jetzt ist es mir klar, jetzt weiß ich es, jetzt, ne? Das ist so hier die Eingebung, die hier reinkommt. Auch Zahlen, Daten, Fakten, einfach das Logische über den Verstand her. Vielleicht bringst du etwas in die Heilung über deinen Verstand, ja, über das reine logische Denken oder einfach über dein Unterbewusstsein, ne? Also das sitzt ja auch in irgendeiner Weise in unserem Kopf drinne. Dass man damit sich verbindet und dir deswegen etwas klar wird, dass du hier etwas in die Heilung bringen kannst. Sehr schön. Ja, das passt natürlich sehr schön dazu. Da haben wir jetzt hier die fünf der Kelche. Das ist ein Gefühl von Vermissen und von Verlust. Aber in dem Zusammenhang hier sehe ich das Vergeben. Ja, dass man etwas loslässt, dass man etwas vergibt, sich selbst zu vergeben oder einem anderen Menschen gegenüber vergeben. Das kann sehr heilsam sein, weil man tut das ja nicht, um jetzt gut zu heißen, was der andere getan hat, sondern einfach um seinen persönlichen Seelenfrieden hier wieder herzustellen und irgendwo auch wieder weitergehen zu können, seinen Frieden zu finden, wieder in den Einklang zu kommen. Ich hätte gerne mal eine weitere Botschaft zu den fünf der Kelchen. Worum geht es mit den fünf der Kelchen? Da haben wir die drei der Kelche. Das kann ein Umfeld sein, das könnten Freunde sein oder ja, ein gewisser Menschenkreis, eine Community oder so. Etwas, Menschen, die dir zur Seite stehen oder hilfreiche Botschaften, Mitteilungen von den Ahnen. Ich nehme ja auch immer die Ahnen sehr stark wahr. Drei der Kelche kann auch ein Hinweis sein, dass man hier der Wahrheit ins Auge blickt, ja, dass man etwas jetzt ganz klar erkennt und dass deswegen aufgrund dessen jetzt eine Thematik hier in die Heilung kommt, weil du jetzt dir selber vergibst oder dem anderen gegenüber vergeben kannst und man hier eine Einigung erzielen kann. Ne? Drei der Kelche sieht man ja auf den normalen Tarotkarten, drei Personen, die anstoßen, die einen Grund zum Feiern haben. Man ist sich einig, man geht jetzt hier einen gemeinsamen Weg. Ja? Das sind auf jeden Fall mehr als zwei Personen. Also da sind mehrere Personen dran beteiligt, die hier in irgendeiner Weise etwas in den Frieden bringen oder ja, vielleicht kommt ja auch jemand auf dich zu und entschuldigt sich bei dir. Fühl gerade rein. Vielleicht musst du auch erkennen, dass dein Gegenüber dir untreu gewesen ist. Oder eine andere Person hat, ne? Wir sehen ja auch die Dreierkonstellation da drin und dass du das für dich hier jetzt in den Frieden bringst, dass du da im Grunde ja vergibst und sagst, ich akzeptiere das jetzt, ich nehme das jetzt an und ich bringe mein Herz wieder in den Frieden. Denn wir haben ja in irgendeiner Weise mit einer Situation zu tun, wo jemand im Rückzug ist, wo jemand in der Verarbeitung von Schmerz ist. Wir haben hier die Chiron-Energie, wir haben hier die Chiron-Energie. Also das ist schon
eine wirklich schwierige Situation. Eine schmerzhafte Situation vor allem auch. So, wo geht's weiter? Da haben wir den Page der Stäbe. Das ist natürlich sehr schön, weil nach diesem Verarbeiten dieses Kummers und des Schmerzes und der Enttäuschung haben wir jetzt Page der Stäbe. Das ist ein neuer Lebensfunke, der reinkommt, eine neue frische Lebensenergie, vielleicht eine Inspiration, ein Impuls, eine Idee für etwas, ein kreatives Projekt oder einfach, dass du dich mehr lebendig fühlst wieder, ja? Das kann natürlich auch sein, dass du jetzt aktiver wirst oder aktiver werden möchtest, sportlicher bist, vielleicht integrierst du da etwas. Interessanterweise liegt der Page der Stäbe gespiegelt auf dem Page der Münzen. Also das ergibt sich hier irgendwie eine neue Chance, eine neue Möglichkeit für dein Leben oder für deine beruflichen Aspekte, Ideen, die da reinkommen. Und das hängt ganz eng zusammen mit mit deinem Urschmerz, mit deiner Urwunde, dass dir die klar wird, dass du das in die Heilung bringst und dadurch neue Lebensenergie freisetzt. Was steckt denn hier hinter dem Page der Stäbe? Welche Botschaft steckt hinter dem Page der Stäbe? Der Page der Kelche, noch ein Page. Ja, ist ja sehr schön. Das können glückliche Fügungen sein, Synchronizitäten, etwas, was dir sehr viel Freude macht, aber kann auch mit deinen Träumen, mit deinen Wünschen und Visionen zu tun haben. Achte mal auf deine Träume, bleibe aufgeschlossen für Möglichkeiten und für Chancen. Hier ist auf jeden Fall eine ganz andere Energie, als wir sie hier noch hier vorne haben, ne? Wo jemand hier so trostlos sitzt, kommt hier jetzt eine neue frische Lebensenergie rein, Freude, Spaß, glücklich sein. Also das komplette Gegenteil. Wir haben ja auch das Glücksschwein drauf. Also es scheint eine glückliche Wende zu nehmen. Und das alleine, weil jetzt hier zum einen vielleicht eine Entscheidung getroffen wird, dass du jetzt die Mauer niederreißen möchtest, dass du etwas, was sich vielleicht unüberwindbar angefühlt hat, dass du das jetzt loslassen kannst, akzeptieren kannst und man hier wieder ein neues Gemeinschaftsgefühl vielleicht auch bringt. Ja, vielleicht ist das auch sowas wie eine neue Chance. Ja. Für manchen kann sich ja auch eine neue Liebe zeigen oder eine neue Leidenschaft für ein neues Hobby, ja, ein neues Projekt oder so, wo du sagst, der Sache möchte ich jetzt nachgehen, das möchte ich jetzt lernen oder umsetzen. Ich möchte hier meinen Träumen, meinen Wünschen folgen, sowas in der Richtung nehme ich auch wahr. Die Acht der Schwerter, das ist, hier geht es um Gedanken, Blockaden, Glaubensmuster, die einen in einer Stagnation halten. Ich habe aber eher das Gefühl, dass es darum geht, die Muster zu erkennen und sich davon zu befreien, dass du jetzt die Binde abnimmst und erkennst, dass es da schon Möglichkeiten und Wege gibt, die du gehen könntest und dass du die jetzt auch wahrnimmst. Ich hätte gerne eine Klärung für die Acht der Schwerter. Welche Botschaft hat die Acht der Schwerter hier für uns an dieser Stelle der Legung? Genau, Königin der Kelche. Das ist eine sehr mitfühlende Energie und sehr empathisch. Und vor allem ist sie in der absoluten radikalen Akzeptanz, in der Annahme. Und sie ist auch diejenige, die aus Selbstliebe heraus handelt und in jedem Fall hier eine sehr mütterliche, fürsorgliche Energie ist. Und auch Wasserenergie, ne? Also auch die Fische-Energie zeigt sich hier. Vielleicht steht dir jemand zur Seite, vielleicht hast du ja eine Königin der Kelche an deiner Seite, die dir Möglichkeiten aufzeigt. Ne? Ich sagte ja, mit der Fische-Energie geht es auch darum, sich flexibel zu zeigen und sich für Möglichkeiten und Chancen zu öffnen. Das nehme ich hier ganz stark wahr, dass du dich jetzt zusehends für Möglichkeiten und Chancen öffnest und deswegen kommen die ja hier auch rein. So, dann hätte ich gerne mal noch eine letzte Botschaft, was denn sich unter dem Kartenstapel verbirgt. Der Tod und die Wiedergeburt. Das ist die Energie, mit der ich ja in der Legung angefangen habe. Also irgendein Zyklus geht jetzt zu Ende und eine Neugeburt steht an. Etwas geht in die Transformation, in die Veränderung. Sehr, sehr spannend. Da nehme ich auch ganz stark eben die Skorpionenergie wahr. Das heißt, Pluto wirkt hier sehr, sehr krass, ne? Der schlägt hier voll ein. Das ist die Befreiung von diesen unerlösten Themen.
Da kann es wirklich um plötzlich unerwartete Wenden gehen, Neubeginn, Wandel steckt hier drinne, Übergangszustände, und der Pluto, der bringt so eine Sprengkraft rein, ja. Da sitzen, werden natürlich auch tief sitzende Ängste und Unsicherheiten getriggert. Also geh da durch, atme, bleibe in deiner Mitte, in deinem Sein und lass dich da nicht in diesem Strudel mitreißen. Bleibe ganz klar, behalte einen kühlen Kopf. Hier findet jetzt eine radikale Transformation statt auf wahrscheinlich gesellschaftlicher Ebene, also kollektiv ist das eine gesellschaftliche Umwälzung, die hier stattfindet. Das heißt, du bist hier nicht alleine davon betroffen und vielleicht gibt dir das die Kraft zu sagen, okay, wir stehen das hier schon gemeinsam durch. Ja, wir werden hier vielleicht nochmal mit unseren Schattenthemen konfrontiert, mit karmischer Schuld und all solchen Dingen. Ja, Wunden, tiefe karmische Wunden, die wir vielleicht aus alten Leben mitgebracht haben, die nicht mal was viel mit diesem Leben hier zu tun haben, aber das ist so wie als ob du durch eine gefärbte Brille guckst. Du nimmst die Welt einfach in einem anderen Blick wahr, in einer anderen Farbqualität wahr. Also ich sage jetzt mal, stell dir einfach vor, du hast eine Brille auf, die ist schwarz gefärbt. Dann wirst du alles negativ wahrnehmen, ja? Und dann wird das Leben, egal was du tust, egal was du machst, es wird im Außen dir immer das weil in dir drinne quasi diese schwarze Färbung drinne ist, wirst du das Außen auch immer getrübt wahrnehmen. Du wirst es immer negativ wahrnehmen. Ja, das ist einfach so. Und wenn du dich selber neu ausrichtest auf die Liebe, auf dein wahres Sein ausrichtest, dass du sagst, ich bin die Liebe und ich schaue durch die Augen der Liebe, dann nimmst du diesen schwarzen Filter, also quasi diese schwarze Brille ab und hast dann die Brille der Liebe quasi aufgesetzt. Das heißt, du kannst wie die Königin der Kelche nach außen strahlen und wahrnehmen und akzeptieren, ohne etwas verändern zu müssen oder zu wollen. Aber erstmal bist du in dir verankert, ja, und nicht so, hast nicht diese Fremdbestimmung, die sich hier vielleicht auch mit dem Teufel zeigt, ja, dass du immer wieder aus einer anderen Prägung heraus die Welt wahrnimmst. Und dann kannst du auch wirklich real, wie soll ich sagen, dein Urteilsvermögen ist dann nicht mehr getrübt und du kannst aus dir heraus agieren und ganz neue Wege gehen, die deinem Glücklichsein hier entsprechen, deinem Wünschen, deinen Träumen entsprechen. Guck mal, und hier kommen noch ein Page. Page der Schwerter, das sind die neuen Erkenntnisse, die reinkommen. Die hat sich hier ja auf dem Stapel auch schon gezeigt unter der Karte 10 der Münzen, dass es da geht, hier neue Erkenntnisse vielleicht über deine Ahnen oder deine Familie oder der rote Faden oder was auch immer. Du machst ja irgendwie, lernst du hier gerade ganz, ganz viel, ob bewusst oder unbewusst, ja, wird dir hier vieles jetzt klar und bewusst, bleib also aufgeschlossen. Hier kommt der Ritter der Kelche. Das kann eine Energie des Rückenwinds sein, dass du das Gefühl hast, etwas kommt jetzt in die Heilung, eine Support-Energie, dass vielleicht auch du von außen her jetzt mehr mit liebevollen Komplimenten überschüttet wirst oder Einladung erhältst, die Menschen dir wohlgesonnen sind und du sagst, meine Güte, was denn jetzt los, ja? Vielleicht kommt auch jemand mit einer Entschuldigung. Also irgendwie verändert sich vielleicht auch dadurch, dass in dir drinne sich was verändert, im Außen etwas. Das kann durchaus sein. Und noch ein Page der Stäbe. Dann haben wir jetzt alle Pagen hier. Ich glaube, Page der Kelche, Page der Stäbe, Page der Münzen und der Page der Schwerter. Alle vier Pagen an Bord, das deutet auf einen Neubeginn hin. Eindeutig, ja, weil das sind alles Impulsenergien, das sind alles Neuanfangs-Starterenergien, Startrampenenergien sind das hier. Krass, wirklich krass. Darauf folgen dann natürlich auch neue Entscheidungen und neue Dinge, die auf dich zukommen, neue Erfahrungen, die du machst. Ja, sehr, sehr schön. Da bin ich ja gespannt, was ihr mir hier berichten werdet. So, dann gucken wir mal, was das Outcome sagt. Vom Stapel Nummer 1 haben wir. Ja, der Turm, wie sollte es anders sein? Der Turm und die 8 der Münzen. Okay. Und die 7 der Stäbe. Und was haben wir von dem Stapel hier? Haben wir König der Stäbe, der Herrscher und die 2 der Kelche.
Sehr, sehr schön, das freut mich. Also, zum einen kann es für einige um eine berufliche Selbstständigkeit, eine Unabhängigkeit, man macht sich hier von irgendetwas frei. Wir haben hier drei Karten, die von Unabhängigkeit sprechen und von Stabilität, von Machen, Anpacken, seinen eigenen Weg gehen und sich davon nicht abbringen lassen und vor allem hier mit der Schöpferkraft auch so ein Commitment einzugehen, zu sagen, okay, ich muss das nicht alleine schaffen, ich gehe in die Partnerschaft, entweder mit einer Person, die sehr viel Einfluss hat und sich mit den Dingen auskennt, dass ich mir da die Unterstützung hole, oder ein Geschäftspartner, ja, wenn es hier im beruflichen, finanziellen ist. Ansonsten geht es auch darum, in einer Partnerschaft hier für eine Neuordnung zu sorgen, ein neues Fundament aufzubauen und die Dinge jetzt anzupacken, sein Leben in die Hand zu nehmen und zu sagen, yes, Baby, wir beide, ne, wir machen das Ding hier, wir gehen hier unseren eigenen Weg und wir lassen uns hier nicht von irgendwelchen dubiosen Energien im Außen aus der Ruhe bringen. Das nehme ich hier auch ganz stark wahr. Sehr spannend. Es kann sein, dass du es hier mit einem Feuerzeichen zu tun hast. Wir haben hier dann Widder, Löwe, Schütze abgebildet, vornehmlich Widder und Löwe. Also achte mal darauf. Könnte eine männliche Energie sein. Diese männliche Energie verrät mir hier auch, dass es wirklich darum geht, jetzt ins Tun zu kommen, ins Machen, ins Umsetzen dann zu kommen. Also erstmal etwas loszulassen, etwas zu akzeptieren und dann auch wirklich die Schritte einzuleiten. Hier in eine Partnerschaft, in eine feste Verbindung zu gehen, ob beruflich oder privat, du wirst wissen, worum es geht und sich der Sache dann auch wirklich zu verpflichten, weil das eben auch deinem Herzen entspricht. Denn das sehen wir ja hier mit dem Page der Kelche, dass du diesen, ne, hier haben wir den Page der Stäbe, hier zeigt sich jetzt der König der Stäbe. Und da geht es darum, eine neue Stabilität aufzubauen, stabile Verbindungen aufzubauen und zusammenzuarbeiten. Also quasi zu sagen, wir wuppen das hier zusammen. Du musst das hier nicht gemeinsam schaffen, ja? Sehr, sehr schön. Du kriegst hier vielleicht auch mehr Unterstützung, als du gerade noch siehst. So, abschließend lasse ich mal für uns hier noch eine Karte springen. Und zwar habe ich hier die Kraft der Göttinnen. Welche Botschaft haben denn die Karten, die Kraft der Göttinnen für uns für die kommenden Tage? Dankeschön. Da haben wir die Bin Saiten mit der Zahl 6. Das ist Jungfrau-Energie. Da kommt mit der Jungfrau immer viel Thematiken des Auskehrens, des Loslassens, des Ausmistens und auch Rückzugsenergie. Nochmal die Dinge durchdenken. Sowas kommt da rein. Du bist am schönsten, wenn du ganz du selbst bist. Siehst du? Sag ich doch. Bin Saiten, die Göttin der Schönheit, erinnert dich daran, dass zum Wissen ein spirituelles Wesen in einem physischen Körper zu sein, um sich als solches zu akzeptieren und wertzuschätzen. Auch gehört, gut mit sich selbst umzugehen. Es gilt jetzt, dir selbst die nötige Unterstützung zu geben, indem du dich mit Schönheit umgibst und dich dafür entscheidest, ihre Kraft in jedem Bereich deines Lebens zu erkennen. Wenn du dich dazu entschließen kannst, wirst du überrascht sein zu sehen, wie viel mehr Schönes sich dir auf einmal zeigt. Öffne die Augen für die Wunder, auf die du überall triffst. Selbst dort, wo du sie am wenigsten erwarten würdest, wartet die Schönheit darauf, von dir entdeckt zu werden. Bedenke daher, bevor du dich von einem Menschen, einem Ort oder einer Sache abwendest, dass sich in allem Schönes findet. Es ist jetzt an dir, das herauszufinden, und Ben Saiten ist an deiner Seite, um dir dabei zu helfen. Deine Fähigkeit, Schönes in der Welt zu entdecken, ist jetzt von einem vorübergehenden Mangel an Selbstwert beeinträchtigt. Die Göttin der Schönheit fragt dich, ob du dich von einem Anfall von Perfektionismus hast zurückwerfen lassen oder ob andere dir das Gefühl geben, klein und unbedeutend zu sein, indem sie dir ihre Unterstützung versagen. Was immer es auch sei, es scheint, dass du dich von einem Gefühl des Mangels hast einnehmen lassen. Deine Heilungsaufgabe besteht darin, zu deinem Selbstwert zurückzufinden und wieder ins Gleichgewicht zu kommen, indem du dich Psychospielchen verweigerst, die dazu bestimmt sind, dich deinem Wert zu untergraben. Es ist jetzt Zeit für eine positive Bestandsaufnahme. Positive Bestandsaufnahme.
Benzaiten zeigt sich dir, um dich daran zu erinnern, dass du ein helles, strahlendes, schönes Wesen von göttlicher Kraft und göttlichem Glanz bist. Du bist mehr als genug und die Welt hat dir mehr als genug an Schönem zu bieten. Wo du jetzt bist, ist ein guter Ort, um den Staub von dir abzuschütteln und von Neuem zu beginnen. Sehr schön. Ich finde, dass das eine schöne, runde Sache jetzt ist hier für uns. Ich hoffe, dass du für dich hilfreiche Impulse mitnehmen konntest. Wenn das so ist, vielen lieben Dank für dein Like, für dein kostenfreies Abo. Und schau dich gerne auf meinem Kanal um. Du kannst gerne auch in die Mitgliedschaft gehen. Da bekommst du alle weiterführenden Legungen zu den Sternzeichenlegungen uneingeschränkt zur Verfügung. Kannst du dir so oft angucken, wie du möchtest und das noch werbefrei. Kann man aber auch monatlich kündigen, falls du nur mal schnuppern möchtest, ne? So, ich freue mich, wenn wir uns in den weiteren Videos wiedersehen. Bleib schön gesund, pass auf dich auf und vielen lieben Dank für all deinen Support. Mach's gut, bye bye.